Zur Grundsteinlegung auf der Baustelle des Senftenberger Erlebnisbades hat sich Bürgermeister Andreas Friedrich Verstärkung geholt. Gemeinsam mit der stellvertretenden SVV-Vorsitzenden Kerstin Weidner und der Erlebnisbadchef Steffen Junghans wurde vor den Augen weiterer Stadtverordneter, Vertretern der Medien und von Baufirmen ein Stück Zeitgeschichte einzementiert. Ein herzliches Willkommen zur heutigen Grundsteinlegung. Besonders begrüße ich Frau Weidner als stellvertretende Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. Die Stadtverordneten, die da sind, aber natürlich auch Herrn Junghans, den Leiter des Bades. Okay, im Moment nicht wirklich, sondern Baustelle, aber darauf haben wir uns ja über Jahre gefreut, dass es hier dann losgeht. Eine aktuelle Ausgabe der Tageszeitung. Münzen in der Stückelung von einem Cent bis 2 Euro und Planskizzen zur Baumaßnahme bleiben nun für die Ewigkeit im Fundament versenkt. Für mich ist es persönlich ein ganz rührender und ein schöner Moment, denn wir haben ja lange gekämpft um die Erweiterung des Erlebnisbades. Es war ja nicht so einfach, muss man auch sagen, auch selbst jetzt mit den Nachträgen. Waren ja doch noch einige Bedenken da, aber wir haben sie weggewischt und wir freuen uns auf die Eröffnung. Die Geschichte des Senftenberger Erlebnisbades reicht bis ins Jahr 1970 zurück. Damals wurde die Volksschwimmhalle eröffnet. Mit der Sanierung und dem Umbau 1995 und 96 erfolgte auch die Umbenennung in Erlebnisbad. Im Jahr 2018 beschlossen die Stadtverordneten die jetzige Baumaßnahme. Keine leichte Entscheidung, denn manche Stadtverordneten hätten sich jetzt etwas anderes gewünscht. Ja, wir haben in einer Arbeitsgruppe Erlebnisbad sehr kontrovers diskutiert, Neubau oder Erhaltung. Der Neubau war hier am Anfang mit diskutiert worden, wurde dann aber aus Kostengründen abgelehnt. Obwohl wir als Verfechter des Neubaus in einer sehr günstigen Lage, möglichst am See, in der Seenähe, sodass man später auch die Möglichkeit hätte, aus dem Erlebnisbad heraus direkt in den See zu rutschen oder anders eigentlich in Erlebnis in diesem Schwimmbad oder in diesem neuen Erlebnisbad zu erleben. Wir haben uns ja da wirklich jetzt auch kein Denkverbot gegeben. Es kam ja auch die Sprache rein, wollen wir neu bauen. Ganz woanders hinbauen, wollen wir neu bauen, behalten wir das Alte. Und ich muss mal sagen, ich persönlich bin eigentlich immer eine der Verfechterinnen, wenn wir das schon haben, warum sollen wir das nicht erhalten? Und deswegen war ich eigentlich immer, oder meine Fraktion damals auch, immer für diesen Standort hier, denn erhalten, finde ich, ist besser als Neubauen. Und ich muss sagen, es gab erschreckende Beispiele in unserem Umfeld drumherum, wo man neu gebaut hat, richtig dolle Erlebnisbäder, aber im Endeffekt jetzt drum zittert, wie lange man sie noch halten kann. Ursprünglich war der Bau mit 6 Millionen Euro veranschlagt. Im Mai 2021 wurde die Maßnahme ins Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur aufgenommen. Immerhin gibt es dadurch 2,87 Millionen Euro Fördermittel, die den Stadthaushalt entlasten sollten. Doch mit Baubeginn am 2. Mai 2022 hatte sich die Situation im Bausektor bereits drastisch verändert. Baupreissteigerungen und Materialengpässe verteuerten den Bau. Am 7. September hat die Stadtverordnetenversammlung daraufhin beschlossen, weitere 2,6 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Ein sehr wichtiger Beschluss, denn ohne ihn wäre was passiert? Ja, dann wäre das Objekt erstmal gestoppt worden. Und dann hätte man weiter diskutieren müssen. Es hätte am Ende zu einer Bauleiche führen können. Also wir hätten hier, so wie es jetzt steht, hätten wir am Ende das Gebäude stehen lassen müssen. Wir hätten nicht weiterbauen können. Momentan werden die Gesamtbaukosten auf rund 11 Millionen Euro geschätzt. Die ursprüngliche Bauzeit von 18 Monaten wird nicht gehalten werden können. Eine Wiedereröffnung Anfang 2024 sei realistischer. Dennoch, das klare Bekenntnis zum Erlebnisbad teilt auch der Stadtverordnete und zukünftige Bürgermeister Andreas Pfeiffer. Das ist sehr wichtig, dass wir in Senftenberg eine Schwimmhalle haben. Wir sind die Kreisstadt. Wir haben für die Region auch eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für unsere Schüler, dass die schwimmen lernen. Gerade bei uns im See ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben eine Verantwortung auch für unsere Sportvereine, dass da auch die Möglichkeit des Sports auch besteht, auch weiterhin. Und deswegen natürlich auch die Familien, dass sie das nutzen können und unsere Touristen. Deswegen ein sehr hoher Stellenwert. Und für noch Bürgermeister Andreas Friedrich ist es nicht schlimm, dass sein Nachfolger dann die Wiedereröffnung feiern darf. Viel wichtiger ist ihm die Frage, ob und wie sich die Eintrittspreise dann entwickeln werden. Das ist dann wiederum eine wichtige Entscheidung der SVV. Davon gehe ich aus, aber über die Preise entscheidet natürlich die Stadtverordnetenversammlung. Und ich weiß, in der Stadtverordnetenversammlung wird es dort mit Sicherheit keine großen Preiserhöhungen geben, kann ich mir nicht vorstellen. Na, dann heißt es ab jetzt Geduld haben und unfallfrei weiterbauen, bis es hier wieder so zugeht.